So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu eurer allsonntäglichen Motorradunterhaltung. Heute, es sind 35 Grad, es ist mega heiß draußen, deswegen heute locker, flockig und leger in meinem komischen, dreckigen Bauhemd hier. Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, dass ihr mir mal ein paar Tipps geben solltet, was ihr denkt, was sein könnte. Ich hatte ja schon ein, zwei Mutmaßungen abgegeben und die gehen also fast vollständig so durch bei euch. Ihr habt aber ein, zwei andere Tipps noch gegeben, die wollen wir heute gerne probieren. Und zwar ist das erstmal Tankentlüftung. Da soll man irgendwas machen mit. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach mal eine Runde mit dem, mit das hier in der, an dem Tankdeckel ist auf jeden Fall ja nichts mit Entlüftung. Vielleicht fahre ich einfach mal ein Stück ohne Tankdeckel, mal gucken, ob das hilft. Ansonsten haben wir hier eine neue Zündspule, neue Zündkabel, neuer Zündkerzenstecker. Das heißt also, alles, was in die Richtung geht, können wir heute auch direkt mal checken. Und sollte das jetzt nicht sein, das machen wir jetzt gleich. Wir bauen die neue Zündspule mit Kabel und Stecker an und fahren dann mal eine Runde mit offenem Tankdeckel. Und sollte das nicht sein, bauen wir sie strikt auseinander. Baue ich den Motor aus, wir stellen sie hier auf den Motorständer und bauen das Ding auseinander. Weil es macht keinen Sinn jetzt, ewig lange rumzudoktern und zu gucken, was das denn sein könnte, wenn wir am Ende sehr wahrscheinlich eh die Kurbelwellensimmerringe tauschen müssen. Und deswegen starten wir damit jetzt einfach. Ich baue jetzt als allererstes die Zündspule ein. Dann fahren wir eine Runde. Wenn der Fehler dann noch da ist, dann dreht man den Tankdeckel auf und guck mal, ob... Naja, aber das entlüftet auf jeden Fall. Also das sehe ich von hier, dass da ein Loch drin ist. Guckt mal, Jungs, das seht ihr auch, dass da ein Loch drin ist. Also wenn das nicht ausreicht zum Entlüften, dann weiß ich ja auch nicht. Also Tankentlüftung können wir damit im Grunde genommen schon mal ausschließen. Vielleicht lasse ich einfach mal den Schlauch ab, falls der undicht ist. Den lassen wir hier einfach mal so rumpimmeln und gucken mal, vielleicht hilft das. Aber wie gesagt, normalerweise Tankentlüftung kann es damit also schon mal nicht mehr sein. Und wenn das gute Stück hier ist, dann müssten wir jetzt gleich ein ziemlich gutes Ergebnis sehen. Ich baue das Ding jetzt zusammen. Ich hatte schon mal Auspuffer gebaut, der kommt jetzt erstmal wieder ran. Dann tauschen wir die Zündspule und wenn das Problem dennoch da ist, dann kommt der Motor raus. So sieht's aus. Das ist der Plan für das heutige Video. Wir starten mit dem Zusammenbauen erstmal und dann nehme ich euch mit der Helmkamera auf eine kleine Proberunde. Los geht's. So, da sitzt ja schon der Übeltäter, ganz, ganz simpel. Das ist so richtig geil bei dem Motorrad. Eine Schraube mittig, die da, und zwei Kabelbinder und dann kommt der Tank ab. Also das ist wirklich super sexy. Das ist hier alles ganz simpel, ganz easy. Da ab, erledigt. Ganz einfach. Muss man den mal lassen bei Beta. Das sieht hier schon mal sehr einfach aus. Da kommt man auf jeden Fall gut dran. Also ich habe bis jetzt eine Schraube gedreht, einen Schlauch abgemacht und zwei Kabelbinder durchgeschnitten. Und das war's. Also das war wirklich... sehr einfach bis hierher. So, hier muss man ein bisschen gucken, dass die Kabel alle bleiben, wo sie sind. Hier wurde ein Stundenzähler nachgerüstet. So, und der bleibt direkt an der Zündspule dran. Den bauen wir jetzt an die neue Zündspule erstmal nicht an, weil es ja bloß zum Testen ist. Der kommt da erst wieder ran, wenn wir wissen, ob das Problem behoben wurde. Und wenn das Problem nicht behoben wurde, dann kann die alte Zündspule auch wieder drin, weil da braucht man nicht unnötig Kosten verursachen. Ja. Das könnte wirklich kaum einfacher sein. Ja. Also Zündspule tauschen. Ein Kabel ran, der Rest ist Masse und den kriegt Strom und das war's. Also wirklich super simpel. Der Kabelschuh, der hier hinten kommt zum Strom, um Strom zu bringen, der ist sehr locker gewesen. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Vielleicht war das schon unser Übeltäter. Ja, manchmal muss man einfach eh mal auseinanderbauen, um rauszufinden, was das ist. Ja? Wenn wir das ein Stück zusammengebogen haben, dann müsste da auch wieder jeder Kontakt sein. Aber bloß so ganz dezent. Ja, der hier ist aufgebogen. Der hat dann nur ganz locker drauf gesessen. Vielleicht ist es das schon, wenn sie dolle vibriert. Wenn sie dolle vibriert in hohen Drehzahlen, dass dann der Kontakt neben mir ausreicht.
Ich hasse dieses Ding. Willst du mal die machen? Ja, ja, ich habe die Zündspule getauscht und die Tankentlüftung abgebaut. Aber durch den Tankschnuffel kannst du durchgucken. Also wenn du da durchgucken kannst, dann wird wohl genug Sprit nachlaufen. Und der steht jetzt auf Reserve. Aber das läuft doch nicht nach. Also wenn ich jetzt hier, wenn ich ihn abziehe, dann läuft da richtig Sprit durch. Also daran liegt es auf jeden Fall auch nicht. Aber das Gefühl, dass er mit der anderen Zündspule schlechter anspringt als vorher. So ein komischer Zündkerzenstecker, der hält die quasi los mit so einem Jummi-Ruf. Das ist ganz komisch. Ist ein Yang drin. Ich hasse sowas. Ja, sag ich ja, die ist vorher top angesprungen. Also, mit Schock geht sie an. Das hatte sie vorher nicht. Zündet nicht. Man hat richtig das Gefühl, also jetzt, die läuft jetzt mit der anderen Zündspule schlechter als vorher, was kein gutes Zeichen ist. Ich habe aber eben gerade auch schon mal am Motoröl gerochen, das riecht ganz fein sauber nach Motoröl, das riecht kein kleines bisschen nach Sprit. Ja, ich halte für möglich, dass bei dem Ding die CDI im Arsch ist, also entweder das Steuerteil oder die Lichtmaschine, das könnte auch noch sein, ja, ist jetzt komisch das Federbild. Nimmt sie ja kein Vollgas mehr an. Das hat sie ja vorher, hat sie wenigstens noch Vollgas angenommen. Nee. Nimmt quasi gerade so noch Teillast an. Das ist ganz komisch. Ganz kuriose Gefühl. Aus. Jetzt ist sie ganz aus. Das ist jetzt, die kriegt keinen Sprit, guck mal. Der Filter ist komplett leer. Was ist denn hier los? Das fühlte sich jetzt nämlich auch an wie kein Sprit gerade, weißt du? Vorher war es ja immer so, als würde sie nicht zünden. Jetzt fühlte es sich auch an wie kein Sprit, wie als wäre, weißt du? Ist kein Sprit da, guck mal. Deswegen ist sie jetzt auch ausgegangen. Ich hab nichts zum Klopfen. Hast du was zum Klopfen? Warte mal, ich stell mal, mein Helm liegt auf deinem Auto, ja? Ja, ja. Ich fahr jetzt nicht los. Aber jetzt steht hier auch schon mal Sprit drin. Das nach Hause muss reichen. Das ist von Anfang an der Vergaser war. Aber der Vergaser sah gut aus. Also ich meine, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ja? Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt der Schimmer so wieder da in der Wanne irgendwo, weißt du? Naja. Die gucken mal gleich. Naja, klar, dann geht sie natürlich auch nicht an. Aber das hat sie doch. Also das hat sie ja nicht gemacht, bevor ich die Zündspule gewechselt habe, ja. Hörst du jetzt? Ich hasse sowas, wenn die einfachen Probleme sich einfach nicht so einfach lösen lassen. Na gut, dann bauen wir das jetzt nochmal auseinander, die Geschichte. So, meine lieben Freunde, da sind wir also zurück. Ich habe jetzt mal den Luftfilter rausgenommen und wir haben eins mal gemacht. Wir haben mal den Starterseitendeckel abgenommen und der ist furztrocken. Also hier ist gar nichts. Damit ist nichts. Der ist auch da unten furztrocken. Also der Simmering auf der Seite ist sehr wahrscheinlich in Ordnung. Sehr wahrscheinlich in Ordnung. Auf der anderen Seite habe ich gerade mal, das habe ich eben gerade schon erzählt, ich habe mal den Öleinfüllstutzen hier. Jetzt sind wir ja gerade gefahren, den habe ich eben gerade schon immer abgehabt. Da stecken wir jetzt mal unsere Nase ran. Ja, der riecht. Jetzt hier noch ein Fachmann, riech mal bitte dran. Der riecht kein bisschen nach Sprit. Der riecht ganz normal nach heißem Öl.
Das heißt, damit ist auch nichts. Das heißt, wir können im Grunde ausschließen, dass die Simmeringe hin sind. Weil, also aus Erfahrung, ne? Das muss jetzt nicht sein, wir können die Simmeringe trotzdem tauschen, aber aus Erfahrung ist es so, dass wenn die Simmeringe hin sind, riecht das Getriebeöl nach Sprit. Oder du hast auf der Statorseite, mein Gott, ich mach das gleich. Oder du hast auf der Statorseite Öl im Seitendeckel. Was jetzt noch sein kann, ist tatsächlich der Sprit. Wer weiß, vielleicht hat sich jemand verrechnet. Wir lassen jetzt den Sprit ab und kippen frischen Sprit drin, 1,50. Das ist das, was wir machen, weil die 3 Meter, die ich gerade gefahren bin, guck dir bitte den Auspuff an. Den habe ich eben gerade erst abgewischt, also das ist auf jeden Fall auch nicht in Ordnung. Selbst wenn viel Öl in der Dämmwolle drin wäre, wäre das zu viel, was da hinten rauskommt. Was wir jetzt als nächstes noch machen können zusätzlich, ist mal den originalen Zylinderkopf draufstecken. Hier ist so ein komischer S3 oder was. Und so ein Racing-Zylinderkopf ist da drauf, den können wir noch tauschen. Und die lief jetzt auf jeden Fall schlechter mit der anderen Zündspule, als sie vorher lief. Das heißt, das mit der Zündspule hat auch ja nichts gebracht. Ich würde auch behaupten, dass die Zündspule nicht besser ist als die, die da vorher drin war, weil da ist auch irgendwie so ein echt. Also der Zündkerzenstecker alleine, der andere, der Original ist von NGK, der klemmt auch sehr ordentlich auf der Zündkerze und der hier, naja. Lass uns nicht drüber sprechen. So, gut, jetzt bauen wir erstmal den Seitendeckel da statorseitig wieder an und dann ziehen wir den Zylinderkopf ab und dann stecken wir mal einen neuen Luftfilter darin und dann machen wir die nächste Probefahrt. So, wir haben jetzt einfach mal den Benzinhahn ausgebaut aus dem Tank da so raus und wie wir sehen, ist der Blitz sauber. Jetzt haben wir es. Ja, wie ihr seht, bis auf 3-4 kleine Popel sind die Filter aber komplett sauber, also daran lag es jetzt auch nicht. So Mädels, wir haben mal den Membranblock ausgebaut. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Der Membranblock sieht tadellos aus, damit ist gar nichts. Also Membranblock ist es auch nicht. Haben wir damit wieder einen weiteren Tipp aus der Community abgehakt. Was wir allerdings gemacht haben, ist, ich habe jetzt gerade mal den Verjaser ausgebaut und habe mit einem Spritschlauch durchpustet und das Schwimmernadelventil nochmal eingestellt. Ich hatte das ja vorher auf die Werkseinstellung eingestellt. Wir haben jetzt aber eben gerade festgestellt, dass da quasi auf Werkseinstellung sieht, wie Janisch durchkam, also nur sehr, sehr wenig. Hab's jetzt einfach ein Stück runtergebogen, so dass es immer noch schließt, wenn der Schwimmer nach oben geht, aber deutlich mehr Sprit durchkommt, wenn der Schwimmer unten hängt. Das könnte jetzt schon unser Problem gewesen sein, das finden wir jetzt gleich raus. So, meine lieben Freunde, wir sind zurück an der Beta. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich mir noch ewig einen Rumdoktor hier mit dem euren Vergaser, der da drin ist. Habe ich jetzt Folgendes gemacht und habe einfach mal meinen fettgeilen Billetron da eingebaut. Da seht ihr ihn. Übelst hohe Schwimmerkammer. Das sollte so eigentlich nicht sein, aber sie pullert auch nicht raus, obwohl der Benziner noch offen ist. Könnte daran liegen, dass der Winkel irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt treten wir das Scheißding einfach mal an und gucken mal, wie es läuft. Schock an. Schön mit Flipflops Motorrad antreten. Kommt eigentlich immer gut. Ja, geil. Ja, alles klar. Okay, es ist relativ spät in der Nacht, deswegen werde ich jetzt keine Probefahrt mehr machen. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass er mit dem Elektronvergaser läuft. In dem Fall der Billetron von meiner 300er. Und die Probefahrt dazu gibt es morgen. Also auf jeden Fall für euch im Anschluss an das Video. Aber ich muss jetzt erstmal ins Bett und wenn wir fertig sind mit Bauen, machen wir eine Probefahrt. Los geht's. So. Kullern wir mal ein bisschen im Kreis. Wir haben es tatsächlich hingekriegt, die Beta läuft. Nicht perfekt, aber sie läuft gut. Leider haben wir das Schwimmernadelventil ein kleines bisschen zu hoch eingestellt. Heißt, dass der Vergaser noch ausläuft, aber wir haben hingekriegt, dass sie läuft. Und der Fehler war tatsächlich, dass sie zugeguckt war von dem Einfahren, was er gemacht hat.
war die so voller Öl, dass er einfach nicht lief. Und wir haben uns nicht getraut, ständig Gas zu geben, weil wir natürlich Angst hatten, dass er kaputt ist. So, man möchte den ja nicht mehr kaputt machen, als eh schon kaputt ist. Aber ich will euch jetzt auf jeden Fall erstmal zeigen, dass das Motorrad fährt. Dass es tatsächlich die Vergasereinstellung war. Läuft. Wie ihr jetzt da unten seht gerade, leider ist der Vergaser noch nicht richtig eingestellt, also das Schnurrnadelventil, deswegen pullert es noch raus jetzt mit Sprit. Heißt, wir müssen Schwimmernadelventil noch einstellen, aber wir haben erstmal auf der Reihe, dass das Motorrad läuft. Das war super wichtig. Genau, und das Problem war, wie gesagt, gerade schon erklärt habe, dass sie einfach zugekokt war von dieser ständigen Einfahrerei. Ist halt viel zu lange eingefahren worden mit einem Öl, was dafür nicht gemacht ist, nämlich mit Motul 800. Das ist ja eigentlich dafür da, dass die Motorräder sehr gut gekühlt werden, also für hohe Brennraumtemperaturen. Und wir haben aber keine hohen Brennraumtemperaturen, wenn wir sie einfahren, also langsam fahren. Und Resultat ist, dass einfach sehr viel Öl im Auspuff und im Kurbelgehäuse stehen. Und jetzt, wo wir sie hingekriegt haben, dass er einfach ab und an mal ein bisschen mehr Last bekommen hat, haben wir auch auf der Reihe bekommen, dass er jetzt halt nicht mehr anfängt, nur noch Öl zu verbrennen, sondern läuft. Das Einzige, was wir, wie gesagt, jetzt haben, ist, wir müssen Schwimmernadelventil einstellen und dann ist gut. Und sie qualmt auch nicht mehr wie so, sondern qualmt ganz normal, wie jeder andere Zweitakter auch, so wie das sein soll. Läuft. Etwa wirklich einfach Öl im Kurbelgehäuse, die Einfahrerei. Und die sabbert dann nicht mal so da hinten raus, habe ich gesehen. Ja nicht. Ja nicht. Jetzt ist genau so, wie es sein soll. Ja. Genau so. Ich habe sie mir jetzt gerade bloß gesehen, wo du losgefahren bist. Mensch, da ist blöker total wenig. Ja. Also blökert auch wenig. Es war einfach Öl im Kurbelgehäuse, ja. War einfach Öl im Kurbelgehäuse, Mann. Aber gut. So einfach kann es manchmal sein. Du hättest ja nicht machen brauchen. Wahrscheinlich hättest du einfach fahren müssen. Fahren. Und dann quasi immer bis dahin drehen, kurz bevor sie sich verschluckt und da dann einfach lange halten. So. Kurz bevor das so, wisst ihr, wenn man sie da eine Weile gehalten hätte wahrscheinlich und so eine Weile rumgetuckert wäre, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann weg gewesen. Hätte man zwar ein bisschen fahren müssen noch, aber gut, ey, wissen wir wieder mehr. Und das ist zum Beispiel auf was, da reagieren 125 natürlich ganz anders drauf als 300er. Also meine 300er war nach dem Einfahren auch ein bisschen träge, hast du gemerkt. Aber dass sie sich so richtig verschluckt hat, war es nicht, sondern war einfach ein bisschen wie in die Leistung oben und war ein bisschen, hat geblökert und so nach dem Einfahren. Und es war dann aber 3, 4, 5 Betriebsstunden später, war davon nichts mehr da, sag mal. Und du fährst ja auch bei weitem nicht so viel in den ganz hohen Drehzahlen bei den Dingern. Da tuckerst du ja irgendwie so rum. Siehst ja auf der Crossstrecke mit meiner 300er, fragt da rum. So, fahr mit der 125er. Bin langsamer mit der 125er, Rundzeit langsamer als mit der 300er und dann siehst du ein Video, wie ich mit der 125er da in Drehz im tiefen Sand, da ist ja auch nur offen, den Schieber. Und dann komme ich nach Startziel um den langen Anlieger, wo diese Wellen sind in der Kurve. Dritten, vierten Gang, einfach die ganze Zeit 11.000 Touren auf dem Video, denkst du, Alter, ist das geil. Ja, ist langsamer. So, weißt du? Jungs und Mädels, wir haben es tatsächlich geschafft, die Beta läuft und es ist so krass, wie lange wir da dran gebaut haben und wie unklar dieser komische Fehler war. Und am Ende war es
nicht hundertprozentig nur das, es war eine Mischung aus verschiedenen Problemen, also der Vergaser, also falsch, speziell das Schwimmerradventil war definitiv falsch eingestellt, aber, und das ist Geile daran, das ist wirklich ein schöner Lerneffekt, den wir jetzt hatten, das Motorrad ist sehr lange atypisch bewegt worden, mit dazu auch noch einem Öl, was nicht dafür gemacht ist, derart verbrannt oder in dem Fall halt nicht verbrannt zu werden. Das heißt, das Kurbelgehäuse bei dem Ding, wir haben jetzt noch lange gefachsimpelt, das Kurbelgehäuse von dem Motorrad stand wahrscheinlich relativ voll mit Öl. Nicht so voll, als dass wir das mit einer Spritze und einem Schlauch hätten absaugen können, denn das haben wir gemacht durchs Membrangehäuse. Da kam bloß so ein, zwei kleine Tröpfchen, sag ich mal, in dem Schlauch, das hat bloß so ein bisschen hier, naja, als würde man an einem Strohhalm schlürfen, diese Geräusche hat sich gemacht. Das heißt, es stand nicht mega viel Öl drin, jedenfalls nicht, dass man es hätte mit dem Schlauch absaugen können. Aber es stand so viel Öl drin, dass sie immer im Resonanzbereich sich quasi das Öl angesaugt hat und dann einfach abgesoffen ist. Das war also unser Problem. Tatsächlich, das Motorrad ist sehr, sehr lange, wahrscheinlich irgendwann zwischen 5 und 10 Betriebsstunden, eingefahren worden. Warum auch immer, wir haben ja schon mal gefachsimpelt bezüglich der Vorbesitzersituation, aber das brauchen wir heute ja nicht weiter thematisieren. Fakt ist, das Motorrad hätte einfach deutlich mehr Temperatur über einen deutlich längeren Zeitpunkt bekommen müssen und nicht diesen Vollgas absaufen lassen, sondern im Teillastbereich entspannt weiterlaufen. Das hätte dazu geführt, dass wir peu à peu, also Stück für Stück, das Öl aus dem Kurbelgehäuse verbrannt hätten. Dann hätte sie noch eine ganze Weile lang irgendwie vor sich hingeblökert mit Öl aus dem Auspuff. Aber das Problem hätte sich wahrscheinlich von alleine aufgelöst. Was natürlich problematisch ist, weil wenn der Vergaser das Schwimmernadelventil nicht ordentlich eingestellt ist, dann läuft halt nicht genug Sprit nach, um das Motorrad im oberen Drehzahlbereich, nicht im ganz oberen Peak-Drehzahlbereich, sondern im mittleren bis oberen Drehzahlbereich mit viel Last zu bewegen, um das Öl halt ordentlich verbrennen zu können. War also wirklich ein sehr, sehr komischer Fehler. Am Ende haben wir das auf der Reihe bekommen. Philipp hat sich jetzt, weil er die Fresse voll von der Vergaser-Geschichte hat, einfach mal einen Elektronvergaser bestellt für das Ding. Den Elektronvergaser, den bauen wir in dem Motorrad auf jeden Fall noch ein. Da werdet ihr auch dabei sein. Und wir machen danach mal eine Probefahrt mit einer 22 RR 125. Das machen wir aber alles in dem Video, weil Vergaser einbauen ist ja nicht wirklich Kindergarten. Ja. Vergaser einbauen und dann machen wir eine Probefahrt mit einer RR 125 Racing aus Baujahr 22 mit Lexmann-Vergaser und also wirklich, wirklich ein cooles Motorrad. Habe auch schon total Bock drauf auf die Probefahrt. Genau. Ich danke euch sehr für eure Hilfe, meine lieben Freunde, dass ihr so viel in den Kommentaren dazu geschrieben habt unter dem letzten Beta-Video. Das war wirklich cool, das hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem aus der Community auch mal noch ein paar Denkanstöße zu bekommen zu einem Thema, das ich selber von alleine hätte wahrscheinlich gar nicht lösen können. Und am Ende hat es sich dann tatsächlich von alleine gelöst, worüber ich sehr zufrieden bin. Und jetzt fährt das Motorrad und damit können wir dann bald ein schönes Probefahrtvideo machen. Das war cool, hat Spaß gemacht. Allerdings war ich zwischenzeitlich ein bisschen verzweifelt. Also ich hatte auch wirklich ein bisschen die Nase voll von dem Ding. Also ich hatte den Vergaser viermal draußen und das Fehlerbild war so untypisch, dass es mir total schwer fiel, dann irgendwie noch einen gesunden Schluss zu ziehen, weil es halt eine Mischung aus mehreren Problemen war. Das hat mich ganz schön genervt. Jetzt, wo es wieder läuft, muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil ich dadurch natürlich auch mal wieder was dazugelernt habe, wie eigentlich bei jedem Projekt etwas so machen. Und wo wir bei Projekten sind, steht hier eine schöne Gaskas vor mir. Dazu mehr dann nächste Woche. Das ist der Plan. Auf das Motorrad freue ich mich schon sehr. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr schaltet wieder ein nächste Woche. Schöner Cliffhanger, ne? Wenn es um das Motorrad geht. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.